Hallo, hier ist Doris Kempner und ich bin gerade wieder auf Koh Phangan in Thailand. Und in diesem Video möchte ich eine ganz wirkungsvolle Heilmethode erklären, und zwar das Theta Healing. So, was ist Theta Healing? Theta Healing ist eine Methode, mit der man innerhalb von einer ganz kurzen Zeit Glaubenssätze umprogrammieren kann. Das heißt, man kann negative Glaubenssätze in positive umprogrammieren, man kann dadurch Traumen heilen, man kann Emotionen rauslassen und man kann dadurch auch ganz schwere Krankheiten heilen. Theta Healing wurde vor 20 Jahren von Liana Stieber ins Leben gerufen, die selbst ganz schwere Krankheiten geheilt hat. Und mit Theta Healing kann man sogar die DNA verändern und man kann auch den Zellen positive Informationen schicken. Das heißt, dadurch wird der Alterungsprozess verlangsamt und man könnte sogar die Struktur zum Beispiel von Gesichtscremen verändern. Wie funktioniert das genau? Also mit Theta Healing versetzt man die Gehirnwellen in einen Theta-Zustand, der ist zwischen 5 und 7 Hertz. Und dadurch kommt man in eine ganz große Entspannung und man hat dadurch einen Zugang zum Unterbewusstsein. Und man geht nach oben, immer weiter nach oben und kommt dadurch in der Verbindung zum Kreator, zur Schöpfung. Und dann kommt die Intuition der Theta-Heilerin oder des Theta-Heilers ins Spiel und das ist ganz wichtig. Ich zum Beispiel bekomme dann Visionen und Bilder. Und diese Bilder helfen mir, mich dahin zu führen, was das eigentliche Problem ist. Denn ab und zu glaubt man, dass es ein Glaubenssatz ist oder ein Thema, aber eigentlich kommt dieses Thema auf ein ganz anderes Thema zurück. Und es ist ganz wichtig, das ursprüngliche Thema zu behandeln, denn sonst gehen die Glaubenssätze nicht weg und sie lassen sich dann nicht wirklich ins Positive umtransformieren. Und ich habe meine Intuition durch Ayahuasca geschult und immens verbessert. Und ja, und Theta Healing ist unbeschreiblich wirkungsvoll und ganz, ganz schnell. Ja, was möchte ich noch sagen? Dass Theta Healing für jede und für jeden passt und wirkungsvoll ist. Es ist aber wichtig, dass man ein inneres Calling spürt. Ab und zu hat man eben Widerstände, die kann man behandeln. Aber es ist dennoch wichtig, dass man sich wirklich gerufen fühlt, dass man auch wirklich bereit ist, sich zu heilen und Dinge loszulassen. Es ist so, dass beim Theta Healing, es ist interessant, bei manchen geht dann zum Beispiel Krebs weg und bei anderen aber nicht. Und es kommt immer darauf an, ob wirklich eine Bereitschaft da ist, geheilt zu werden und ob man auch wirklich loslassen möchte. Und man kann dann wirklich überprüfen, ob diese Glaubenssätze umgeändert worden sind, indem man den Muskeltest, der auch in der Kinesiologie verwendet wird, anwendet. Und das funktioniert ganz einfach und ja, man hat sehr schnell ganz rasche und produktive Erfolge. Ja, ich hoffe, ihr kommt auch in den Genuss von Theta Healing. Namaste.